Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Mark Smile und ich begrüße euch hier natürlich ganz herzlich zu diesem Gameplay. Und wir sind immer noch auf der Mission hier, Gerüchte über Legraster. Und wir müssen mit dem Ivar müssen wir uns noch treffen. Das war ja das letzte Mal, jetzt ist wieder eine neue Aufnahmesession. Das war ja das letzte Mal, warte mal, komm schon hoch, wo wir uns mit den mit Sigurd und Ivar und Ivar sein Bruder getroffen haben. So. Und jetzt. Ach genau, da in die Richtung wollten wir eigentlich. So machen wir das auch. So, ich hoffe, das geht so. Na komm. Na, was bist du für einer da? So, muss ich dich extra runterschubsen? So, jetzt habe ich ihn runtergeschubst und jetzt geht er. Was haben wir denn hier? Ist ein totes Pferd, okay. Ich weiß nicht, warum jetzt die Maus die ganze Zeit ständig hier angezeigt. So, jetzt ist sie weg. Gut. Wie gesagt, es ist, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir sind hier im Graben drin, ne? Aber hier gibt es eigentlich gar nichts zu sehen. So. Ah, genau, da haben wir nochmal was, warte mal. Das nehmen wir nochmal schnell mit. Genau, in dem Lager waren wir das letzte Mal, da haben wir uns getroffen mit denen. Und wir machen uns dann Richtung, wir treffen uns gleich mal mit Ivar, sozusagen. So. Da hinten war nochmal was. Den nehmen wir auch noch mit, den Schatz da hinten. Na, kommst du? Wo bist du denn? Friendly, kommst du hier? So. Jetzt habe ich dich. So, jetzt komm. Das ist nämlich unsere Richtung da. Damit wir mal. Müssen wir mal wieder mit dem Schiff fahren. Uns mal mit Ivar treffen. Da hinten ist auch nochmal eine kleine Ausbeute, die wir mitnehmen können. Hier ist hier alles verbrannt. So. Da freue ich mich auch schon wieder auf meine Mannschaft. Mal Raubzüge wieder zu machen und natürlich das Dorf zu erweitern. Oder unsere Kleinstadt. So. Da in die Richtung ist das, ne? Warte mal, wo denn? Da. Ich glaube, in dem Haus waren wir schon, ne? Oder? Nee. In dem Haus war ich noch nicht. Bleib mal ruhig hier, Freundchen. So, aber hier ist eigentlich nichts. Ist alles verlassen. Und hier? Hier oben ist auch nichts. Nee. Ein kleines Feuer, was alleine vor sich her brennt. Da ist ein Tempel. Ach, da ist die Stadt, wo wir uns mit dem Dings treffen sollen. Okay, 230 Meter in die Richtung nochmal. Und dann müssen wir eigentlich gleich da sein. So, den haben wir auch noch. Die schnelle Hand. Super. Super. Nochmal drei Leder zur Verbesserung. So. Hier sollte ein Schatz sein. Also warte mal hier. So, bleib mal ruhig. Hier ist nochmal so eine Dings. Hier ist auch noch eine Kiste. Eine Mühle, sehr schön. Hoppa, einfach runter da. Und hier durchs Haus. Ah, da. Ein Opal. Die Truhe nehmen wir mal mit. So, schön. Kabel hier auch groß. Da ist nochmal eine Kiste. Da. Also hier ist wirklich, hier ist ja aber alles nur Fisch, ne? Den nehmen wir auch noch mit, hier den Opal. Aber irgendwo höre ich noch was, ne? Warte mal. Nee, oder? Nee. Ich meine, ich habe doch das Geräusch gehört. Nee, das ist nur dieses Pion. Okay.
Warum jetzt auch immer hier so viele Dings da, ne? Keine Ahnung. Wir verbrennen einfach das ganze Ding in hier. So. So, warte mal, ne, das war der falsche Knopf. Ist alles schon voll. Mal hier rüber. Da. Ach, der hat Feuer. Nee, lass mich nicht mit dir einsteigen. Geh erstmal ins Wasser hinein oder so. Genau. So. Da hätten wir noch mal eine. Brennen wir mal das ganze Haus hier. So. Kannst hier mal alles ein hier. So. Und jetzt können wir uns zum Iva machen, ne? Auf dem Weg zum Iva. So. Ivason. Der müsste gleich hier sein, ne? Ist ja nicht mehr weit. Nehmen wir mal den Schatz mit hier. Dann gehen wir mal hier durch. Dann haben wir nochmal hier einen, eventuell. So, da hinten ist nochmal einer. Ich muss erstmal hier aus dem kleinen Bach hier raus. So. Warte. In welche Richtung? Dahin. Da vorne ist er doch. Oh, sieht das so herrlich aus. Wie so ein Märchen, ne? Aha, hier haben wir nochmal was. Eine richtige Fundgrube, würde ich fast sagen, ja. So, da hinten ist auch nochmal was. Jawohl. Und der Schatz müsste ja irgendwo hier unten sein, ne? Ah, jetzt verstehe ich das. Hoffentlich habe ich noch eine da, aber ich glaube nicht. Schade, schade. Warte mal, da ist auch nochmal was. Nee, ich glaube nicht, dass wir nochmal was haben. Warte mal. Das wäre natürlich ideal, wenn wir nochmal was hätten. So. Jetzt für den Mord wirst du. Ja! Ach, komm schon her. Ah, so. Komm. Hätte ihn auch angreifen können. Ja, schade, ich habe keine Pfeile mehr. Ah, so, dann gehen wir mal in die Richtung. Wo war denn das Haus jetzt? Hä? Das war doch nur hier vorne. Ach, so weit war das doch gar nicht. Ich glaube nicht, dass das so weit war, das Haus. Hä? Aber den Schatz können wir leider nicht bergen. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine spezielle Ausrüstung. Aber das können wir leider nicht bergen. Ist zu weit. Far away. Ist da oben? Vielleicht gibt es da irgendwas. Schau mal. Ein Fluch. Ach, da gibt es doch welche hier. Wo soll er denn sein? Im Haus hier. Oh, jetzt geht er mal aus hier. So, okay, ist ausgegangen. Ich weiß aber nicht wie. Zieht mir die ganze Zeit Energie. Wo soll er denn sein?
Vielleicht hier rein. Da rein, genau. Wie soll ich denn da reinkommen jetzt? Ich brauchte Pfeile oder sowas, ne? Ich habe Pfeile. Ich könnte die kaputt machen, genau. So. Jawohl. Wir haben den Fluch entfernt. So, okay. Jetzt kommen wir aber nicht mehr hier raus, oder was? Oh, nee, oder? Nee, nicht dein Ernst. Wie komme ich jetzt hier raus? Hä? Ach, jetzt. Ah, ich habe schon gedacht, das geht nicht mehr hier raus. So, okay. Wir könnten so ein Ding, aber... Wir können das nicht mitnehmen. Na komm. Wir gehen jetzt zum Iva. Auf geht's zum Iva rüber. Lass mal den Schatz weg. Ach, hier ist sie doch. Hier die Hütte. Guck mal, wie weit ich von der Hütte weggelaufen bin. Ne? War da nicht irgendwo noch irgendwas? Irgendwo ein kleiner... Komm. Ah, da ist er doch. Guck hier. Tragen. Komm mal mit, mein Freund. So, ein paar Bärchen nehmen wir mal mit auf jeden Fall. Ein paar Leckerlis. So, und dann geht's da runter zum Schatz. Ich glaube, die Frage ist, von welcher Seite soll ich ihn jetzt den Eingang öffnen? Aber ich denke mal, das sollte doch Jacke wie Hose sein. Wir werden gleich sehen, ob es wirklich so ist. Manchmal ist es schon anstrengend, die ganzen Sachen da irgendwie jetzt rüber zu tragen. Warte mal, hier haben wir noch ein paar Bärchen hier. Ein paar Gummibärchen. So, wunderbar. Ein bisschen die Energie aufgefüllt. Der Schatz müsste doch direkt... hier vorne sein, ne? Ja, aber wir kommen nicht von hier, wir müssen von der anderen Seite. Siehst du das? Da war ein Wolf mit zwei Pfeilen. Habe ich gar nicht gesehen. Gehen wir mal hier hoch. Und? Ach, das arme Schaf ist müde. So. Jetzt gehen wir mal hier runter. Zack. Zack, zack, zack. Und hier ist der Eingang. Siehst du? Prima. Hat da wunderbar geklappt. Und da ist der Schatz. Oh, 23 Leder, 1. Oh, das hat sich doch wirklich gelohnt. Mit Totenschädel hier und alles, ne? So ein bisschen was. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Das muss man so sagen. So, und jetzt da hoch. Ah. Kommt der nicht? Der kommt nicht die Mauer da hoch. Sonst kommt er jede Mauer hoch, aber die nicht, ne? So, jetzt aber. Ich höre noch irgendetwas, aber ich weiß nicht wo. Aber egal, komm. Ich glaube, irgendwo war noch ein Schatz hier auf dem Weg dahin. Da. Einmal das Ding hier. Eventuell könnten wir das hier auch mal mitnehmen. Mein Gesicht verdecken. Misstrauensgebiet, okay. Wo soll denn der sein, der Schatz? In der Stadt war ich doch schon mal, genau. Ach, das ist hier in dieser... I don't know, wie man da hinkommen sollte. Aber ich weiß, wo das ist, ja.
Wo war denn der Zettel da? Okay, da machen wir halt den Zettel, ne? Okay. Der ist echt schnell, der Zettel. Weg ist er. Hä? Muss ich nochmal wieder von vorne, warte mal. Der Zettel ist leider weg. Na, kommst du da hoch jetzt endlich? So. Vielleicht schaffen wir es, aber ich glaube nicht. Diesmal können es ja probieren. Genau. So, nehmen wir mal die Pfeile mit. Also, der Zettel ist da oben. Da ist er. Nein. Habe ich ihn schon wieder verloren. Ich hoffe, ich krieg den noch. Wo ist er denn hin? Ah, ich habe ihn verloren. Okay, das muss noch mal wieder zurück. Warte mal. Da musst du echt schnell sein, da. Eventuell gehen wir von der anderen Seite. So, hier. Die wäre auch eine Möglichkeit, von hier aus dahin zu gehen. Siehst du den Zettel? Nee. Der ist ja, da oben ist doch der Zettel, genau. Könnten ja von hier rüber und dann darüber laufen. So, da ist der Zettel. Ja, wir haben ihn. Super. Endlich. So, den haben wir. So, okay. Dann haben wir eigentlich alles, bis auf diese zwei Sachen. Aber da weiß ich nicht, wie ich da rankomme. Ich mache mich jetzt einfach auf den Weg. Entwurf nützliche Emblem. Zack. Junge. Ah, so, Entschuldigung. So, den wollte ich machen. Genau. So. Diesen Wachen gibt nichts. Na, wir sind ja hier oben. Wir gehen ja nicht zu denen runter. Wir haben ja schon hier alles weggeraubt. So. Prima. Joppa. Gott verfluche dich! Gott! Okay. So, wir haben den auch erledigt. Und dann geht's weiter hier Richtung Iva. So.
Na, Iva, wo steckst du denn? Ivarunovic. So. Gerüchte über Legraset. Finde und sprich mit ihm. Finde Iva und sprich mit ihm. Okay, so, liebe Leute. Bis hierhin sind wir gekommen für diese Folge. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Ne? Wie immer. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen fürs nächste Video. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann sprechen wir mit Iva. Bis dann.